und Servus, liebe Freunde. Ja, wir haben Samstag früh, im Hintergrund läuft die Kreise, der vorne tut Hulze. Ja, was mache ich? Ich mähe ein Grünfutter für meine Schweine. Meiner Kühe habe ich die Koppel versetzt gehabt. Die sind jetzt oben her auf der Weide. Und die soll, naja, da soll noch ein zusätzliches Futter kriegen. Und mir gedacht, naja, man kann schon Schrot füttern. Aber das reduziere ich jetzt so ein bisschen, weil wenn es genug Grünfutter gibt, warum sollen sie kein Grünfutter kriegen? Was fütter ich für Grünfutter? Na gut, einmal habe ich da schon mittlerweile den dritten Schnitt gemacht. Ihr seht da vorne den Teil, wo ich weggeschnitten habe. Das ist quasi mein Vorgewende, wo ich immer ein wenig ein Problem habe. Wenn es da mit dem Heuwende fährst, musst du es immer recht reinziehen. Da habe ich gedacht, na, kostet es als Futter gleich mehr. Ja, das andere da, das war dann alles Hai. Das mähen wir natürlich nicht weg, das wäre ja Quatsch. Was ich jetzt aktuell mähe, grüß dich Paula. Ja, das ist das, was du da stehst, echt. Das ist das, ja, der Rasen eigentlich, wenn man so will. Aber Rasen ist es ja nicht. Das wächst von hinten auf, ist klar. Das ist schon ein paar Mal gemäht worden heuer. Und ich habe zu meinem Bruder gesagt, bevor er es mit dem Rosenbulldog wegmacht, ich nehme es als Futter für die Viecher, die freier sich, da habe ich was davor. Ihr seht, ein bisschen habe ich angefangen. Ja, ich bin nicht perfekt mit den Sensen, mache es auch. Ja, und da mähe ich mir jetzt immer so einen Teil weg. Da habe ich schon angefangen, da ist mein Sensen. Und da mähen wir noch ein wenig. Wahnsinn.
Largoschen. Haben Sie sich gefreut? Und damit sind die Schweinlauf versorgt. Die Hühner werden sich auch wieder was holen. Ein bisschen was ist der Nebel gebröselt. Das lassen wir einfach nie. Außerdem holen sie sich ja aus dem Zolltrog mit raus. Ja, genau. Die Brauner haben wir gerade an den Gierschlündig. Haben wir ihnen einen Erbsen gegeben. Ja, das ist halt immer zu früh, wenn du ihnen auf Futter rein tust. Da muss ich mir jeder gleich der Erste sagen. Ist ja nicht so. Die kriegen ja Hai, die kriegen das Stroh. Dann kriegst du groß, dann gibt es ein Schrot, damit gibt es ein bisschen Gemüse dazu. Die haben ja alles ein wenig. Und das jeden Tag. Zu früh und zu Abend. Aber man muss ja immer der Erste sein von da dran. Und man muss auch schauen, dass man vor die anderen so viel wie möglich in sich reinschlägt. Naja. Das muss er jetzt lernen. Jetzt speizt er sich aus. Selten dämlich. Hat aber die Oma auch schon gemacht, die war schon so dusselig. Die hat es gelernt, die ist ein wenig langsamer geworden im Fressen. Und der, naja, das ist sowieso ein ganz gemütlicher, weil der hat ja alles für sich allein, der braucht sich ja nicht aufregen. Gell? Ja, so ist das halt. Typisch. Ja, da haben sie auf jeden Fall auch groß. Im Haus ist ein wenig auch groß. Geht easy. Ja, schmeckt auch, gell? Ne? Hier. Also die Daisy erkennt man immer noch deutlich kleiner wie die anderen. Da hat ja der schon richtig kräftig aufgeholt. Ja. Jetzt haben sie auch schon schöner Größe. Ja, die ganzen Äpfel werden rausgekutzt. Selten dämlich. Nö, nö, nö. Aber es ist immer selber.
So, für die Hühner da ein wenig Futter. Dann sind die mit Dokwurst hier da. Moin! Öha! So, schauen wir mal. Wie schaut's denn da aus? Wo ist denn deiner ganz neue? Eieiei! Die kleiner Brauner? Wo ist er denn? Da? Die Hübicher? Die hat da gelegen. Die hockt aktuell auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Eier. Ach du gute Güte, da hast du wieder auch noch eine reingelegt. Ja, da haben natürlich die anderen fleißig reingelegt, weil die kleinen Hähner, das ist eigentlich ein grünlicher. Siehe da. Und die anderen, die ja, haben halt gedacht, die legen mal ein wenig was dazu. Das sind ja voll die Kuckuckskinder da. Also, ehrlich wohl. Unmöglich. Nee, sollen sie. Ja, du hattest Glucken angefangen. Das ist jetzt da schon. Also, ich denke, Fatzeln da. Das könnte auf die 3 Wochen zugehen. Man sah. Ja. Die hat Eier gelegt und ist dann nicht mehr rausgekommen. Hab ich schon gedacht, ne? Hoffentlich geht's ihr gut. Da haben wir hochgeschaut. Ja, war die da fleißig drin gesessen, hab ich gedacht, schaust da mal, musst die Eier wieder einlesen, wollt in das Nest einlangen. Aua! Wer denn Ei hat die zugezwickt? Hä? Die Glado. Hm? Die direkt gerupft, gell? Ja. Fleißig am Glucken. Na, schauen wir mal. Vielleicht, mit ganz viel Glück, kommt ja da was raus. Mein letztes Jahr, wer sich erinnern kann, da habe ich ja auch mal Glutzhähne gehabt. Die war auf Eier drauf gesessen, die war ja unten in dem Apfelkeller. Die hat sich ja leider kurz bevor sie die Junge zum Schlüpfen gebracht hat, hat ja die Matte da unten ausgerammt. Tja, das war scheiße, das war halt auch ein blöder Platz. Und die hat sich jetzt da hinten, das ist so eine alte Katzentransportbox. Oder Transportkorb. Und da hat sich jetzt die das nächste eingebaut. Ja, ja, die sind momentan recht gerupft, die sind auch wegen der Mause. Nicht wundern. Alla. Ja, heuer ist alles nämlich später dran. Ja, auf jeden Fall, die hat sich da hinten den Korb rausgehauen und da hockt sie auch fleißig. Schauen wir mal, vielleicht wird es ja was. Wäre ja schöner Sach. Wie gesagt, ich weiß leider nicht genau, wann sie auf dem ersten Ei gesessen war, wann es jetzt dann soweit wäre. Ich habe da nicht so genau aufgepasst, gebe ich zu. Ich bin zwar jeden Tag im Stall drin, aber ihr seht ja, die läuft ja auch rum. Hallo Diggi? Liegst du denn da so nah? Du Stinke. Ja. Die läuft halt da rum und dann kriegst du das nicht direkt mit. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht aufs Datum geschaut, wann sie mich da oder gekackt gehabt hat, wann sie da mal zugepickt hat. Da weiß ich ja nicht, wie lange sie da so drauf gesessen war. Also wie gesagt, zu genau habe ich da nicht aufgepasst. Festlegen kann ich mich da nicht wirklich. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Vielleicht komme ich auch mal einen Morgen runter und da hocken auch ein paar Zwiebeln drinnen. Werden wir sehen. So. Da bin ich soweit durch. Jetzt gehe ich erst einmal auf. Trinke noch einen Kaffee. Dann wollen wir schnell einkaufen. Im Baumarkt und dann. Ja, dann muss ich halt noch mal ein Ei holen. Ja, die Restladung go. Schauen wir mal. Jo, bis später. So Leute, gestern das Ei holen habe ich nicht gefilmt. Bin ich nicht dazu gekommen, aber cool Thomas. War mal mit dem IHC und ich bin mit dem Smart rübergefahren. Weil ich noch einen leeren Bierkasten mit rüber habe. Ja, zu einem Bekannten. Ja. Und jetzt, Stütz, so, das ist jetzt der Restkorb gewesen, ja, könnten noch einmal 70 Ballen vielleicht, ja, vielleicht weniger, ich denke nicht, dass 70 sind, weniger hätte ich so, ich tippe eher auf, ja, 50, 55 vielleicht, das könnte eh kommen, ja, wir haben es nicht gezählt, wissen wir nicht so genau, Netz drüber. So, ein bisschen beladen und das kommt jetzt rauf. Wir haben jetzt Sonntag, das ist mir aber egal. Ich wollte es gestern noch machen, aber da war schon zu spät. Das Wetter passt, ich muss eher Hai auffüllen. Also war das heute gemacht.
ich habe mir jetzt angewöhnt, ich nehme nicht von der Rücksicht auf andere, wenn andere auch keine Rücksicht nehmen, dann ziehe ich gar nicht ein. Da war die Arbeit gemacht, wenn es anfällig ist. Und das ist nun mal jetzt fällig. Klar könnte ich jetzt mit der Robin nur 5 Ballen aufholen und schauen, dass ich es morgen Abend schaffe. Aber ich habe eine Baustelle, wo ich erst spät heimkomme, dann schaffe ich das abends auch nicht, also machen wir es gleich. Weil jetzt habe ich Zeit. Genau, und aufholen dann mal mit. Und einen kleinen Bockerler. Der langt dafür, brauchst du nicht den Gruß aussagen, das wäre ja Quatsch. Ist das gleich gemacht? Öha, scheiß Wind. Ja. Anladen, Neidrohung, auffüllen das Loch und den Rest dann gehen. Da mit nüber. Das ist da, was zwischengelochert ist, weil oben auf tue ich es jetzt nicht. Da möchte ich so weit wie möglich leer haben, dass da oben auf dann das frische, was ich hier presse, kommt. Genau, so machen wir das. Thank you.
So, da haben wir das da auch. Ja, ist wieder voll. Der Vorteil für die kleinen Ballen. Kann man schön schlichten. 60 Stück. 5 hoch, 4 Reihen tief. 3-mal nebeneinander. Ja. Und da ist kein Problem. LED-Lampen, nicht dass einer denkt. Da passiert nichts. Kann man bequem die Hände drauf halten. Außerdem, so lange brennen die Lampen ja nochmal nicht. Das war der außerdem für Fütter, dann sind sie eh nicht lang. Na. Gut. Und da haben wir über 60. Und den Rest tun wir in einen Stadel. Alles klar.
Das war's, heute ist aufgeräumt. Ja, 60 Ballen wurden oben. Das waren jetzt noch einmal. Boah, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber das waren jetzt, sage ich jetzt, noch einmal knapp 20, also waren es doch eher 80. Weil ich vorhin doch ein wenig verschätzt. Oder vorher gut geschlicht. Weil bei 100 Ballen habe ich da schon voller gehabt. Naja, was soll's. Ist gut. Mehr ist besser wie weniger. Vor allem, wenn es nichts kostet. Ja, schön. Ja, wird so gratis Futter für meine Viecher. Das war ein Bekannten noch gekriegt. Oder übrig gehabt. Und ja, bevor wir es. Bevor man kein Futter hat, lieber einlaufen. Das kann ich auch gleich füttern. Das ist nicht so, ich hätte noch Ballen vom letzten Jahr. Ist noch genug da. Aber wenn man was gratis kriegt, ne? Ein Geschenkgaul schaut mir nicht ins Maul. Ja, dann passt das auch. Du sollst da den Träger wegmachen. Ja, das war das, was ich vorhin dann einfach runtergeschmissen habe. Das ist nicht schlimm. Das schmeiße ich ihnen in der Hausnahme noch, bis es so matschig ist. Da haben sie auch Beschäftigung. Hey! Magst denn du, Adele? So, das wäre auch erledigt. Das wäre so gut wie möglich weg. Hier mit da was da. Anballen, der offen war, habe ich ihnen ja schon rein. Und das Zeug da, oder? Ja. Da unten ist eben so ein Matschluch, da habe ich jetzt im Winter schon mal ein wenig Strom mit rein. Das hat ganz gut funktioniert. Und ja, bevor ich das Zeug auf den Mist fahre, oder jetzt, keine Ahnung, wahllos zu Hause rumwehe alles, dann schmeiße ich sie lieber rein, können sie einfach fressen können, sie mit einem rein sappen. Und dann passt das auch. Der Maggie genießt es. Na gut, dann haben wir. So Leute, und damit ist das Video an dieser Stelle dann erst einmal beendet. Ja, es ist jetzt eine Zeit lang vergangen und ich bin in der Zukunft ein groß was zu filmen. Hat ein wenig die Zeit gefüllt und vielleicht auch ein bisschen die Lust kann auch sein. Ich habe jetzt die letzten Tage mit dem Essenzen ein wenig groß bei den Nachbarn drüben gemäht und ja, unten hier entlang, das Feld vom Nachbarn, da haben wir nachgefragt, was er damit macht. Weil es mittlerweile auf die Straßreihe hängt, das darf ich auch mehr, das habe ich jetzt gemacht, die Tage. Und ja,
Ja, gestern haben wir die Äpfel noch gekäufelt. Da hat es nämlich auch ein wenig Unglück gegeben. Am letzten Montag war das, glaube ich. War es Montag oder Dienstag? Keine Ahnung. Da hat es ein gescheites Unwetter gegeben. Haben wir mal eben 45 Liter gehabt in einer halben, dreiviertel Stunde. Und das hat zu dermaßen gespült. Es wurde in die Maschine halt reingelaufen. Die zwei Gruben waren wieder mit Wasser voll. Und ja, oben hier wurde Chrom zu, oberhalb von unten, also unterhalb von unten Weihe wurde Chrom zu. Da ist das ganze Laub mit rein gespült. Und dann ist das Wasser nüber über die Straße und durchs Feld runter. Dann hat es die Äpfel, den Mais und die Rüben und alles, was halt da drin war, gleich ein wenig mit rausgefleit. Ja, das haben wir jetzt dann wieder rein und das haben wir gestern haben wir noch gekäufelt gehabt. Ja, den Mais muss ich jetzt dann noch mal hacken und die Rüben natürlich auch, weil da ist ein Haufen Unkraut drin. Naja, was alles, Mann. Irgendwie. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt das Video an der Stelle erst einmal einen Cut, ein Ende. Ich werde das Material jetzt gleich auf dem Computer noch überspielen. Das wollte ich eigentlich schon letzte Woche machen, aber irgendwie, naja. Gibt übrigens auch eine neue Maschine auf dem Hof. Aber gucken wir mal alles dazu. Ich werde jetzt dann, wenn ich das rübergespült habe, das Mähwerk anhängen. Dann mähe ich einmal außenrum das Feld an, weil morgen geht's ins Heu. Ja, genau. Was haben wir heute für Datum? Keine Ahnung. Ah, der 12.06. Also morgen am 13.06. geht's ins Heu. So, ja. Nächste Woche Urlaub genommen. Dass ihr jetzt wisst, wo wir sind. Gut, ich schau mal, vielleicht kommt das Video, was ich jetzt da hab, morgen. Gucken wir mal. Und das Heu wird dann auf jeden Fall die doch irgendwann einmal kommen. Und dann schauen wir mal. Aber da dazu im nächsten Video mehr. Wie gesagt, hier Ende. Ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder. Servus.